Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Toshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich aus einem bestimmten Grund schon auf meinen Worry geswitcht, denn wir wollen ein paar Items von dem Händler kaufen, der jetzt neu mit dem Jahr 2024 ins Spiel gekommen ist und uns temporär ein paar Items verkauft. Warum sage ich temporär? Und zwar die Sachen, die ihr jetzt gleich sehen werdet, die soll es, so sagt zumindest der Händler, nur bis einschließlich August geben. So, wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier in Waldracken und zwar hier unten gibt es einen Eingang zum Black Market. Ne? Das wird ihr ja wahrscheinlich aus dem ein oder anderen Waste-Video schon gesehen haben. Und da haben wir jetzt hier diese Pandaren-Dame, die gibt es schon die ganze Zeit. Nur mittlerweile haben wir einen Dialog. Und da können wir nämlich sagen, ich suche etwas Teures. Gibt es ja hier zu wenig im Black Market und dann haben wir hier eine Möglichkeit, dass wir Sachen kaufen. Und hier im Text sagt die auch, dass die jetzt hier Vorräte hat und bis Ende August sind die Sachen verfügbar. Danach, die Items, die wir gleich kaufen können, gibt es dann bei der Madame hier hinten ganz normal im Black Market. Jetzt ist es anscheinend so, dass die dann aber da nicht günstiger drin sind, sondern die sollen anscheinend mit dem Startpreis starten, der hier ausgeschildert ist. Ne? Also ihr könnt euch nichts sparen, wenn ihr wartet. So habe ich es zumindest verstanden. Wie ihr hier seht, sind da schon einige Sachen drin, die relativ teuer sind. Wir haben unter anderem einen Mount, das werden wir uns gleich angucken, 1,2 Millionen. Dann haben wir mehrere Waffen bzw. auch Helme für ja, 75.000 bis 200.000 und alles zusammen kostet ein bisschen über 2 Millionen Gold. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe auf den Twink extra ein bisschen Gold rüber geschickt. Wenn ihr auch ein Worry nehmt, um das Zeug zu kaufen, könnt ihr alles direkt kaufen. Die Sachen sind aber alle Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt die auch mit einem Hexer kaufen und dann halt die Schilde und Stangenwaffen auf die jeweiligen anderen Char schicken. Aber ich bin halt faul, will nicht hin und her loggen müssen. Und dementsprechend machen wir das jetzt hier auf dem Worry. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das ganze Zeug an, kaufen das einmal und ja, dann legen wir mit dem Mount los. Können wir das auch anschauen? Ah, da haben wir das Mount. Das ist jetzt die komplett goldene Variante von dem Scarabeus, den wir uns bereits im Handelsposten holen konnten. Da war es, glaube ich, ein bronzener. Und jetzt haben wir hier einen goldener. Der sieht schon sehr cool aus. Ich muss es sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen ein Recolor ist. Ne? Der Handelsposten und er hier kamen ja zumindest in ANA gleichzeitig. Auf EU hat es ein bisschen gebuggt. Da konnte man es jetzt erst ein paar Tage später holen. Aber ja, es ist halt ein Recolor. Dafür 1,2 Millionen. Dafür sieht das Mount an sich cool aus. Gut, also das kaufen wir uns jetzt einmal. Dann haben wir das Arsenal flüsterner Tempelklingen. Das ist einmal das hier. Da haben wir einmal ein Schwert. Also da sind anscheinend zwei Schwerter drin. Ich weiß gar nicht, ich kann mir jetzt nicht beide angucken. Aber eventuell können wir es uns noch halt angucken, wenn wir es im T-Mog-Fenster finden oder wenn ich es lerne. Machen wir es mal so. Gut, jetzt lief ich mal mit dem noch schnell den Dienste-Channel. Lief 5, weil ich bin hier mit den Chars, mit den Twinks teilweise da noch drin und dann spammst du den Chat voll. Wenn wir diese Dinger gleich lernen, dann sehen wir es ein bisschen besser. So, wir lernen jetzt erstmal das Mount. Da haben wir das Ding. Gucken wir mal, ob es jetzt hier noch angezeigt wird. Ah, es wird als gelernt angezeigt. Okay. So finde ich es besser. Es ist nämlich immer ein bisschen ätzend. Manchmal lernt man Sachen und dann werden sie gar nicht mehr angezeigt. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Vor allem, wenn ich es zeigen will. Gut. Also, da haben wir das Arsenal. Jetzt lernen wir das auch gleich mal. Und jetzt habe ich nämlich im Chat die beiden Waffen. Ne? Das ist einmal die hier und das ist einmal das hier. Okay. Die sehen jetzt... Ah, okay. Seht ihr den Unterschied? Also das ist die ganz normale Grundwaffe. Die schimmert nicht. Und die andere, die hat so ein Glow drauf, so ein Schimmern. Seht ihr das? Das ist der Unterschied. Okay, also die sehen komplett gleich aus. Ich frage mich, warum man die Variante nehmen sollte, die halt nicht diesen Schimmer drauf hat, ne? Sieht wesentlich geiler aus, finde ich. Aber gut, manche Leute mögen vielleicht auch die matte Variante, ne? Ohne irgendwelche Effekte. Gut, dann haben wir uns das angeguckt. Das waren jetzt schon 1,4 Millionen Gold, die wir rausgehauen haben. So, die anderen Sachen, die können wir uns, denke ich mal, so gleich angucken. Das ist einmal eine Flinte, die kostet uns nochmal 100.000. Lebt für eure Träume. Uns auch noch. Dann haben wir als nächstes... Ah, nee, schau mal, das fliegt raus. Ah, es fliegt doch raus. Dann haben wir ein Schild. Auch das können wir uns kurz hier angucken. Das ist das hier. Ist, also, sieht ganz cool aus. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel das
mockt und dann zusätzlich das Mount nimmt, ne? Aber es gibt auch coolere Schilde, muss ich sagen. Aber wird zumindest zum Scarabeus Mount passen. Dann haben wir noch eine Stangenwaffe. Die, muss ich sagen, ist halt schon fett, weil sie echt riesig ist, ne? Die hat so ein bisschen den Vibe von der Stangenwaffe, die es zu Warlords of Draenor im Challenge-Mode gab. Die war zwar eine leuchtende, ne? Aber die hier sieht tatsächlich auch nicht schlecht aus. Also, das kann man auf jeden Fall machen. Vor allem komplett in Gold, wenn man das richtige Set dazu hat, kann schon was her machen. So, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt die anderen Sachen einfach alle raus, dann muss ich nicht fünfmal den Händler anquatschen und dann können wir sie ja aus dem Inventar einmal zeigen. So, als nächstes haben wir jetzt hier noch eine Axt. Das ist diese hier. Transmog-Addons. Ja, ehrlich gesagt, die macht jetzt nicht sonderlich viel her, die ist halt golden. Dann haben wir einmal ein Schild und wir haben noch einen Rücken. Und die sehen beide gleich aus. Also diesen, du hast das Schild hier, was du quasi in die Schildhand nehmen kannst und selbiges kannst du halt auf den Rücken packen. Da sehe ich so ein bisschen den Trollschaman, muss ich sagen. Da wird es bestimmt was hermachen. Auch die beiden können wir jetzt noch einmal lernen. Und das letzte, oder nee, wir haben noch zwei Sachen. Wir haben dann noch einen Kopf. Ja, okay. Ich sag's euch ehrlich, ich finde, der sieht krafflig aus. Also dafür, weiß ich nicht, was hab ich da jetzt gezahlt, 75k für zu zahlen, aber okay. Ist ein T-Mock mehr, ne? Warte mal, setzen wir das mal wieder zurück. Und dann haben wir als letztes noch den Plattenkopf hier. Also das ist, glaube ich, ja genau, Platte only. Und der sieht ziemlich sick aus. Also ich sag's euch ehrlich, der macht was her. Definitiv. Gut, und den lernen wir auch noch. Und damit sind wir tatsächlich durch. Haben alle Teile gekauft, haben wir uns auch einmal alles angeguckt. Ich habe jetzt ausgegeben 2,1 Millionen Gold, also ganze Menge. Normalerweise gebe ich ja in einem Waste-Video nur eine Million aus. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich es auf zweimal mache, aber es macht ja keinen Sinn. Dann wisst ihr ja, im nächsten Video kauft, dass ich die restlichen Items, das ist ja geschenkt. Also machen wir das in einem hier und gut ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich packe noch das Mount aus, ne? So zu guter Letzt. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas mit Gold wahrscheinlich. Gold. Ja. So viel dazu. Okay, das gibt anscheinend ein bisschen viele, die irgendwas mit Gold heißen. Ich glaube, wir müssen nochmal nachschauen, wie das jetzt hieß. Goldener Resonanzkristall. Lebt für eure Träume. Goldener Resonanzkristall. Ich bin's nicht, ich sag's euch. Bin ich jetzt zu blöd. Ja, das heißt wahrscheinlich irgendwie anders, ne? Tja, das ist jetzt die Frage. Mögen die Geister euren. Aber ihr habt's ja vorher gesehen, wie es aussieht. Ist so ein Scarabeus Mount. Vielleicht kann ich jetzt hier die Händlerin eingeben. Das ist manchmal noch so der Move, aber nee, das finde ich leider auch nicht. Fräulein. Naja, ihr habt ihn ja gesehen, den goldenen Scarabeus. Bis ich jetzt hier meine knapp 1000 Mounts durchgesucht habe, wird es wahrscheinlich ein bisschen lang dauern. Aber ja, damit sind wir zu Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Waste-Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.